Hallo und seid gegrüßt zu Märkte und Trends 2 jetzt hier bei uns bei heavytraders.live. Wir werden uns in der Sendung mit dem Bitcoin beschäftigen, der MicroStrategy, PayPal, dann auch nochmal über den Feiertag in den USA heute sprechen und was das für den heutigen Tag bedeutet hat bisher. Die Arbeitsmarktdaten, die in den USA morgen kommen, auch nochmal auf das Thema mit der Präsidentschaftswahl und die Wahlen, die am Wochenende in Frankreich stattfinden werden. Ganz kurz vorweg ein Aufruf an unsere Zuschauer. Wenn euch unsere Analysen, Trading-Ideen und Inhalte soweit gefallen, lasst doch ein Like da, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst und natürlich halt auch in den Kommentaren euch austoben. Fragt unsere Händler, gebt uns eure Meinung in den Kommentaren ab. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe bei mir im Studio sitzen, wie gewohnt, das Märkte- und Trends-Themen hier von uns bei Heavy Traders, den Sami und Andreas. Hallo ihr beiden. Grüß dich, Boris. Grüß dich, Boris. Wir fangen an mit dem Bitcoin. Das ist ja sowieso dein absolutes Lieblingsthema, Sami. Ist weiterhin unter den 60.000 jetzt gerade aktuell, als ich eben gerade die Notizen gemacht habe, bei 57.730 US-Dollar. Die Entwicklung, woran liegt das jetzt momentan? Ich glaube, du hattest das erwähnt gehabt, dass es immer noch mit ein paar Bitcoins, die auf den Markt gekommen sind, zu tun hat. Aber gab es da noch andere verschiedene Neuigkeiten, die es gegeben hat? Nein, tatsächlich nicht. Also große Neuigkeiten jetzt nicht. Klar ist jetzt so ein bisschen die Panik im Markt oder so ein bisschen leicht die Angst. Panik möchte ich eigentlich gar nicht mal so formulieren. Die Diamond Hands, die Diamantenhände werden weiterhin Bitcoin festhalten und werden das nicht so schnell hergeben. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass man hier auch verstärkt noch stärker akkumulieren wird, also immer schön kaufen, wenn der Preis deutlich nach unten fällt. Es gab auch zusätzlich die ein oder andere Meldung, dass ein Bitcoin-Wal auch hier zumindest ein paar Bitcoins über die Kryptobörsen geschickt hat, also Verkäufe vorgenommen hat. Bundeskriminalamt immer noch nach wie vor die gleiche Geschichte. Da hat man jetzt schon bereits von den 50.000 die ersten 10.000 Bitcoins soweit verkauft. Und ebenfalls, was auch Mt. Gox betrifft, damals eins der größten Kryptobörsen und letztendlich die einzigste Kryptobörse, die dann im Jahr 2014 Insolvenz soweit beantragt hat, weil roundabout knapp 1 Million Bitcoin abhanden gekommen sind. Jetzt hat man irgendwie, ich habe gar nicht so die Geschichte mitbekommen, wie man auf diese 200.000 Bitcoins gekommen ist oder wo man die gefunden hat. Fakt ist, man hat also knapp 160.000 Bitcoins, die man dann letztendlich dann auch ab dem Monat April, also in dem wir uns jetzt auch befinden, veräußern möchte, um praktisch Schadenersatz vorzunehmen oder die Anleger damit wieder zu entschädigen durch den Insolvenzantrag, der hier stattgefunden hat. Und das übt natürlich massiv Druck aus. Das heißt, wir haben also jetzt in kürzester Zeit erstmal so ein bisschen Verkaufsdruck oder ordentlichen Verkaufsdruck, muss man an dieser Stelle sagen, wo wir jetzt in einem kürzeren Zeitraum mehr Angebot als Nachfrage haben. Das bringt halt nun mal den Preis unter Druck. Nichtsdestotrotz, man muss sich das einfach mal so vorstellen. Was meinst du, Boris, wie viele Leute schon an der Außenlinie stehen und noch nicht bereit waren, bei 70.000, bei 65.000 irgendwie zu kaufen, sondern irgendwo sich ein Preislimit gesetzt haben, um eventuell auch hier beim Bitcoin-Preis mit einzusteigen. Egal, ob das jetzt gestaffelt ist, akkumuliert ist oder auch nur ein Bruchteil oder die ganz Großinstitutionellen, die möglicherweise darauf warten, dass solche Ereignisse stattfinden, dann auch den Bitcoin-Preis relativ schnell wieder aufsaugen. Und Bitcoin bleibt nach wie vor das knappste Gut der Welt und hat noch weiterhin enorm viel Potenzial in meinen Augen. Jetzt haben wir erstmal diesen Verkaufsdruck. Wenn das erstmal vom Tisch ist, dann dürfte auch der Bitcoin-Preis sich wieder erholen. Das wollte ich dich gerade fragen. Was hältst du denn von der Aussage? Ich habe die vorhin im Netz gelesen, dass das jetzt gerade so der von ein paar Analysten oder ein paar Leute, die Prognosen heute dazu abgegeben haben, der letzte Rückgang ist, bevor Bitcoin die 150.000 US-Dollar ansteuern könnte. Also, dass man jetzt momentan wieder gute Einstiegskurse dafür kriegt. Ja, ich glaube, wenn wir diesen Verkaufsdruck, also roundabout knapp von 200.000 Bitcoin, wenn die erstmal über den Tresen sind oder durch sind oder die Story vorbei ist und der Bitcoin sich wieder erholen wird, ja, da braucht ja nun mal dann 2.000, 3.000, 4.000 Dollar wieder drauf zu backen. Je nachdem, ich schließe es auch nicht aus, das muss man an dieser Stelle sagen, dass wir vielleicht irgendwo bei 55.000, bei 53.000 Dollar ankommen. Ich weiß auch gar nicht so schlecht. Ja, du, ich sag dir ganz im Ernst, mich stört es nicht. Also ich habe da Diamantenhände und meine echten Bitcoins, ja, also die praktisch hier auf einer Hard-Wallet liegen, ja, die werde ich auch gar nicht so schnell hergeben. Ja, juckt mich und bockt mich relativ wenig, die Korrektur, muss ich so sagen, wie es ist. Klar, natürlich haben wir bei uns jetzt im Trading auch unsere, ich sag mal, Zertifikat, was wir aufgenommen haben, Gott sei Dank,
auch hier, weil wir immer wieder die Meldung bekommen haben, ja, wie kann man so konservativ an die Sache rangehen? Schau mal, wir haben zwar 16% oder knapp 17% Minus, aber mit einer kleineren Positionsgröße macht uns das nichts aus. Und wir haben ja auch immer mit auf den Weg gegeben, dass wir eventuell eher bereit sind zu akkumulieren und dass wir das auch begrüßen, wenn der Bitcoin mal kräftig runtergeht, dass wir dann auch wieder aufstocken. Die Wertpapierkennnummer ist die VV9F66, so. Hebel, konservativ 1,27 und der K.O., ich weiß nicht, ob das schon angepasst ist, der müsste ein bisschen deutlich höher sein, aber ich glaube, der liegt so knapp bei 17.000 Dollar inzwischen, ich weil das ändert sich auch. Müssten wir noch tatsächlich ein bisschen ändern, aber wir werden da keine Änderung vornehmen. Noch einmal, der beste Nährstoffboden, ja, für die Bullen ist die Panik. Und wenn hier erstmal wieder jeder schreit, raus, 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 siehe Tesla, siehe die Pandemiezeit, siehe die Euro-Krise, siehe die Dotcom-Zeit oder whatever, danke, genau, wurde jetzt korrigiert, 17.000 Dollar und 50 ist der K.O.-Preis, dann ist das meist immer auch ein ganz guter Zeitpunkt, wo die Märkte auch drehen. Erinnern wir uns einfach nur mal um das letzte Jahr, wie viele waren da pessimistisch gewesen? Viele haben Aktien wirklich außer Bord geworfen, verkauft. Und als es keine Verkäufer mehr gab, dann waren wieder die Käufer oder die Klugen, die Smart, das Smart Money, war wieder bereit, stärker reinzufließen. Also klar, ist es keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, aber ich lasse mich da mit Sicherheit jetzt nicht davon beirren oder aus der Bahn werfen. Andreas, die MicroStrategy ist natürlich halt auch durch den Druck, der im Bitcoin drin ist, auch ein bisschen unter Druck geraten und hat natürlich auch einiges an Wert verloren. Aber gibt immer noch weiterhin gute neue Einstiegspunkte. Ab wann würdest du die sehen? Das erinnert mich so ein bisschen an dieselbe Situation wie bei der Tesla, wo die Aktie ja auch erstmal so ein bisschen vor sich hin konsolidiert hat nach dem Anstieg. Hat dann ja so 4-5 Wochen gedauert, bis sich dann wieder was getan hat und jetzt massiger als gedacht. Bei MicroStrategy sieht das so ein bisschen ähnlich aus, wie wir das vor dem letzten Zahlen Ende April, Anfang Mai gesehen haben. Da haben wir auch einen kleinen Tiefpunkt gehabt. Jetzt haben wir die Zahlen diesmal Ende Juli und das wird sicherlich noch ein bisschen konsolidieren. Der Sommer ist für die Kryptowährungen grundsätzlich keine Zeit, in der es große Rallyes gibt. Zumindest haben wir die nie gesehen. Also Ausbruchsrallyes auf große neue Ziele, sondern wir haben eigentlich immer so, wie soll man sagen, zwei verschiedene Marken oder Marken, mehrere Marken gehabt, denen wir hin und her konsolidiert sind. Und so sehe ich das bei der MicroStrategy auch. Unser Zertifikat ist zwar jetzt momentan im Minus, dieses Zertifikat wird auch gleich angeblendet, aber ich sehe noch einmal bei der Aktie mittelfristig das Potenzial über 2.000 Dollar, natürlich in Einheit mit dem Bitcoin, das haben wir jetzt gerade gesagt, dass es da viele gibt, die das auch so beschreiben. Kennnummer ist die ME6Z3Z. Hebel 1,31, Kaufschwelle 388,20. Wir haben ja diese Position auch schon nochmal aufgestockt. Wir könnten sogar vorstellen, die auch nochmal aufzustocken, wenn sich diese Entwicklung noch ein bisschen vergünstigt. Ich sage mal so, Ultima Ratio ist so dieser Bereich dieses ersten Tiefs, von dem ich aber nicht ausgehe, dass wir es nochmal sehen, sondern ich glaube, dass wir so vielleicht um 1200 Dollar nochmal ankommen. Und das könnte schon sehr, sehr attraktiv sein dann, mit den Zielen zum August hin vielleicht so Richtung wieder 1700, 1800 Dollar. Ein Ausbruch nach oben wird es natürlich nur dann geben, wenn den auch der Bitcoin signalisiert, denn MicroStrategy ist da nun mal so eine 1-zu-1-Geschichte. Genau, und lass uns da auch noch mal ein bisschen zurückspulen, Revue passieren lassen. Schau mal, El Salvador hat man damals belächelt. Ja, als man gesagt hat, okay, Nayib Bukele, der hat da irgendwie am Hoch gekauft, der sitzt da jetzt komplett in den Nassen drin. Ja, hat aber immer wieder fleißig akkumuliert, tranchenweise immer wieder Bitcoin aufgestockt, bis er dann kürzlich, als wir Rekordhöchststände gemacht haben, dann ordentlich dick und plus ist. Natürlich ist El Salvador ein kleines Land. Das Gleiche hatten wir im Übrigen, oder wobei hatten wir nicht das Gleiche. Bei MicroStrategy war es eigentlich umgekehrt gewesen, als er angefangen hatte, ich sag mal, MicroStrategy also umzubauen in Form eines digitalen Assets, was Bitcoin betrifft, hat er eigentlich angefangen zu kaufen und der Bitcoin-Preis ist eigentlich nur noch nach oben rausgekommen. Aber er hat natürlich dann im Anschluss mit den Käufen mal oben, mal in der Mitte, mal irgendwo mittendrin und letztendlich hat er mehr Geld verdient mit Bitcoin als mit seinem Softwareunternehmen selbst, was natürlich die Zahlen betreffen, die immer stets veröffentlicht werden. Und von daher zeigt es immer wieder auch in der jüngsten Vergangenheit oder seit es Bitcoin gibt, dass man im Schnitt alle, ich glaube, weiß gar nicht, wie das ist, also spätestens, glaube ich, nach 4 Jahren oder 2 Jahren,
dass man immer mit dem Bitcoin eigentlich im Plus ist. Was aber so ein bisschen bedrückend und ich sage mal so ein bisschen auf die Stimmung auch drückt, was für mich irgendwo ein bisschen schwer nachvollziehbar war, ist, dass Peter Thiel sich auch sehr negativ geäußert hatte, weil er gesagt hat, er kann sich nicht mehr vorstellen, dass der Bitcoin jetzt diese weiter fortlaufende starke Dynamik zeigt, weil BlackRock da irgendwo praktisch Bitcoin stärker ja, in seine Fittiche hat. Was auch immer das heißen soll, er selbst hat ja noch teils wohl Bitcoin, hat aber wohl auch etwas verkauft. Aber wenn man sein Interview sich mal da angehört hat, gut, ich kenne ihn persönlich jetzt nicht, habe auch nie so groß Interviews von ihm gesehen, aber er wirkte ziemlich nervös und hat viel gestottert. Ob das jetzt seine natürliche Form ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber für mich war das irgendwie so ein bisschen komisch, das Interview, was aber nicht bedeutet, dass Peter Thiel, also ist ein absoluter Visionär, ein Typ mit Weitblick und was Tech betrifft, ist der ja unangefochtener, ich sag mal, Begleiter von vielen Bereichen. Er hat ja auch PayPal damals mitgegründet und Bitcoin schon zu frühen Zeiten erkannt, dass das eine sehr starke Revolution sein könnte. Also etwas komisch die Stimmung, aber ich sage immer, ich wünsche mir, dass wir noch ein bisschen mehr Angst in den Markt reinkommt und dann stehen wir eigentlich gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass dann auch hier eine kräftige Wende kommt. Um deine Frage zu beantworten, 150.000 Dollar halte ich für durchaus realistisch. Vielleicht sehen wir die sogar noch Mitte nächsten Jahres, vielleicht sogar vorher. Aber wie sagte mal Michael Saylor selbst, wenn der Bitcoin nicht auf Null geht, ja, dann wird er unbegrenzt steigen. Und in seinem letzten Tweet, nachdem wir jetzt diese Korrektur sehen und diese ganzen Montcox-Verkäufe und Bundeskriminalamt und Verkaufsdruck, bla bla bla, hat er geschrieben, da musst du mal seinen Tweet lesen, only Bitcoin. Damit hat er, glaube ich, auch alles gesagt. Andreas, wir müssen unser Studio auf jeden Fall umbauen, ähnlich wie bei der Präsidentschaftswahl in den USA, dass im Sami dann irgendwann einfach beim Thema Bitcoin der Saft abgedreht wird. Aber wenn wir mit dem Bitcoin bei 200.000 US-Dollar stehen, dann werden wir hier nochmal ganz tiefe Gespräche führen. Gerne. Ob ich bei 200.000 US-Dollar noch hier sein werde, ist mal eine ganz andere Frage. Das glaube ich auf jeden Fall. Schauen wir mal. Kommt dann immer drauf an, was der Dollar noch wert ist. Ganz genau. Da hast du recht. Da hast du auch recht. Wobei der Dollar mit die stärkste Fiat-Währung sein dürfte gegenüber allen, weil Dollar ist einfach die Nummer eins noch im Moment da draußen. Es wird einfach, was den Welthandel betrifft, immer noch alles in Dollar bezahlt. Das ist richtig. Ja. Das heißt aber nicht, Andreas. Dass es nicht eine Bananenwährung wird. Eine Zwischenfrage, beziehungsweise eine Frage von einem Zuschauer von uns, ist, ob wir die Tesla nicht vielleicht schließen sollen oder die Position auf Tesla schließen möchten oder vielleicht auch sowas wie den Stop nachziehen. Was hältst du denn von der Frage, beziehungsweise kannst du ja mal beantworten, was ihr davon haltet? Ja, man kann beides erwägen. Wir haben ja gestern schon doch sehr kontrovers, wir haben uns so einfach so ein bisschen Augengrimm gesagt, okay, jetzt sind wir mit der Tesla-Position 1.000 Euro vorne. 88% oder 87%, da kann man eigentlich mal rausgehen. Das haben wir die Diskussion schon bei 800 Euro geführt, das war ein paar Stunden vorher. Ja. Dann ist es auch so eine Sache mit dem Stopp nachziehen, so schnell kommst du ja gar nicht mehr hinterher, den Stopp nach oben nachzuziehen. Die Frage ist doch eigentlich, kann man eventuell noch ein bisschen was kaufen? Ich meine, bis zum 8.8. ist ja auch noch mal fast ein Monat. Ne? Ja, genau, deshalb würde ich es ja noch nicht machen. Genau, wie du richtig sagst, kann man eben noch mal was kaufen. Mhm. Die Frage ist nämlich, kann man eigentlich jetzt... Haben wir überhaupt noch Geld, Andreas? Ja, wir haben ja bald wieder Geld. Aber die Frage ist ja nicht, ob wir das jetzt nicht verkaufen. Klar können wir es verkaufen, weil es wird ja nicht... Wir sehen das ja, ich habe das ja so ein bisschen analogisch dahin gesetzt zu dem, was wir letztes Jahr gehabt haben. Habe ich ja schon vor diesem Anstieg gesagt, dass das so ein bisschen ähnlich aussieht. Und wir sehen, dass es nämlich im letzten Jahr genauso gelaufen ist, dass auch das, was Samir heute Vormittag schon gesagt hat, dass er auch durchaus noch bis 260 laufen kann. Wer sich das genau angeguckt hat... Ich sagte, ich glaube sogar noch an Kursen über 300 Dollar. Ja, das glaube ich auch. Wir haben ja sogar einen Anstieg aus dieser Chose gehabt, die ähnlich war bis 275. Hier war es ein Anstieg vom Tief von rund 100 Dollar genau. Prozentuell waren es also mehr als 50%, 60-70% sogar fast. Mhm. Und wir sind ja jetzt, haben wir gesagt, mehr als ein Drittel Anstieg. Also da könnten wir sicherlich noch 20-25% in der aktuellen Lage drauflegen. Dann, wenn es wirklich so heat wäre, dann wird es sicherlich noch mal 20% nach unten gehen oder sagen wir mal 15% nach unten gehen. Und ähnlich wie wir es jetzt hier gesehen haben, könnte es uns dann eben von einem Rücklauf tatsächlich auch noch mal hier 20-25% nach oben hauen. Das, was Sami gesagt hat, Richtung 300. Meinst du, das waren eventuell... historisch die tiefsten Kurse, wenn sich das alles so zuspitzt mit Robotertaxis. Ich kann mich auch entsinnen, als wir hier waren, irgendwo in den letzten Wochen habe ich doch mal gesagt,
mich hat das auch einer gefragt, wo ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass bis Ende des Jahrzehnts bei $1,000 wieder sein wird, die Tesla-Aktie. Ja, 2.000, also Katie Wood und... ja, also ich kann mir vorstellen, was Katie sich vorstellt, weiß ich nicht, kenne sie auch nicht privat. Die kann sich viel, viel mehr vorstellen als ich. Ist halt in Amerika und ist näher an der Sache dran. Man muss natürlich bei aller Euphorie immer drüber nachdenken, dass es auch immer wieder natürlich Rückschlag gibt. Aber die Frage ist ja, schau mal, die Frage ist doch wirklich berechtigt, ist Tesla tatsächlich ein E-Fahrzeug-Anbieter? Ist es ein KI-Unternehmen oder ist es viel mehr als das? Ich meine, die bauen ja eigene Batterien, gerade was Tesla Energy betrifft. Die Umsätze sind ja gigantisch gestiegen. Wir haben das Thema künstliche Intelligenz. Ja, doch ein Raumfahrtunternehmen. Also eigentlich, ja gut, aber so ein Auto, das siehst du ja letztendlich auch, so ein Elektronikanbieter wie Xiaomi ist gestern gekommen und die haben das besser hinbekommen, in Klammern, ihr E-Fahrzeug auf den Markt zu bringen, als es beispielsweise Apple getan hat. Klar hat natürlich Apple ganz andere Ansprüche, aber du siehst gerade im Bereich künstliche Intelligenz, Software und Elektronik. Also wenn Donald Trump natürlich Präsident wird, wieder, was ja momentan so aussieht, aber noch nicht sicher ist. Also sieht momentan so aus, hat 6% Vorsprung mittlerweile auf Biden und das wird sich wahrscheinlich nie mehr verringern. Also wird er wieder Präsident, der ist ja ein guter Buddy. Wenn es Biden bleibt, das Thema hatten wir vorhin auch. Ja gut, das dass Biden Präsident bleibt, ist ja nicht unbedingt wahrscheinlich, aber Fakt ist jedenfalls, wenn Trump Präsident wird, wird diese Aktie wahrscheinlich viel schneller steigen, weil er ein einer ist ja natürlich diesen ganzen Technologiebereich nach oben, oben bringen. Nein, das geht alles super. Und die Demokraten sind ja ähnlich wie German Angst mäßige Menschen, die da mehr Schwierigkeiten als Fortschritte sehen. Jeder Fortschritt hat natürlich immer seinen Nachteil, das ist ja ganz klar. Aber wenn man den Schritt nicht nach vorne macht, dann weiß man eben nicht, was es dann noch für Hindernisse gibt. Und wenn man immer nach hinten macht, dann weiß man ja schon, was für Hindernisse es gibt. Also insofern glaube ich schon, dass Tesla weiter nach vorne laufen wird. Die werden ganz viel weiter nach vorne laufen. Aber es hängt natürlich von dem Präsidenten ab, der es macht. Wir wissen eben noch nicht, ob die Demokraten vielleicht noch was aus dem Hut zaubern. Wir haben übrigens, um auf das nochmal zurückzukommen, wir hatten so eine Situation auch zu meiner Babyzeit. Vor 55 Jahren, da hat Mr. Johnson im März abgedankt als Präsident, da wollte er nicht mehr antreten. Dann hatten die Demokraten das Problem, 3 Monate vor der Kandidatenkür, dass sie neue Kandidaten haben mussten. Und sie hatten ja mit Robert Kennedy einen, der ihnen dann ausgefallen wurde. Und dann der Kandidat, der es geworden ist, war der Vizepräsident übrigens damals, der hat dann gegen Richard Nixon verloren. Also die Situation spricht schon viel für Trump momentan. Jetzt hatten wir ja auch vorhin gesprochen, Joe Biden, das war ja auch ein Thema, ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht viel darüber gelesen, Rücktritt, aber wer wäre denn tatsächlich jetzt so der Kandidat in deinen Augen? Es wird ja auch mitgemunkelt oder beziehungsweise, ich glaube, ihr habt das ja unter zwischen euch besprochen, Michelle Obama. Es gibt natürlich viele Namen, die von den Medien da Also es gibt vier Kandidaten, vier Kandidaten offiziell, das sind der Gouverneur von Kalifornien, das ist die Vizepräsidentin der USA, dann ist es, glaube ich, noch eine weitere Frau, die sie ins Rennen. Genau, das ist auch eine Gouverneurin, die heißt Gretchen mit Vornamen, ist, glaube ich, aus dem Süden, von einem Südstaat Gouverneurin, die sollte möglicherweise auch Kandidatin sein können. Und dann gibt es noch einen Senator, ich glaube Shapiro oder so ähnlich heißt er, der wohl die besten Chancen hätte gegen Trump von den etablierten Leuten. Und die Geheimwaffe, das ist richtig, was du gesagt hast, hat übrigens Boris schon, glaube ich, letzte Woche gesagt, die Geheimwaffe wäre natürlich Michelle Obama, weil diese Debatte möchte ich gerne live sehen. Das zwischen Trump hast du und mir vorher noch gesagt, das lässt sich überhaupt nicht, aber also so eine Unterhaltungsserie lässt sich mal angenommen, gesetzt der Fall, es kommt so, meinst du wirklich, dass Michelle Obama, Donald Trump die Stirn bieten kann? Ja. Das bin mir vor. Die Frage ist, ob Donald Trump ihr die Stirn bieten kann, nicht umgekehrt. Sagen wir mal, das könnte mal ziemlich spannend werden, auch gerade weil das sehr viel mit Superlativen um sich geschmissen, glaube ich. Ja. Und das von beiden Seiten. Was ich so sehe, die ist ja sehr viel in diesen Wohltätigkeits-Events unterwegs und was ich auch persönlich sehr, sehr gut finde, setzt sich ja auch für Humanität ein, also Hilfen und alles und Organisation, finde ich ja auch recht gut. Aber ob sie politisch tatsächlich so, Trump
tatsächlich nicht hier. Ist die Frage des Programms, wenn sie natürlich mit einem, wie die Demokraten ja so ein bisschen sind, eher sozialistischen Programm kommt, dann brauchst du ja nicht antreten. Wenn das aber eins ist, was durchaus nicht so weit von Trump entfernt ist, sage ich mal, in bestimmten Bereichen vom Wirtschaftsmäßig, it's the economy stupid, sagen wir ja. Die Bilanz von Biden ist ja gar nicht schlecht, das, die er bisher hatte. Das Problem ist, dass es jetzt eine Wahl gibt, die in eine Wirtschaftsschwäche der Vereinigten Staaten reinläuft. Da kann Trump natürlich punkten, weil er dann sagen kann, ja, das war alles Mist, was du gemacht hast. Da kann natürlich Biden überhaupt nichts für, weil es die Notenbank und die Umstände letztendlich bedingt haben. Wobei ja aber so hat Jimmy Carter gegen Ronald Reagan auch verloren. Er konnte letztendlich auch nichts dafür. Ja, wobei aber der Biden hatten ja auch ordentlich, ich sag mal, kritisiert, gerade in der Amtszeit, dass die Pandemie schlecht gemanagt worden ist, Arbeitslosenzahlen hochgeschossen sind, wobei es natürlich auch... Ja, das stimmt. Das war das Genickbruch für Trump, weil letztlich die Pandemie, ganz klar, logisch. Die hat er natürlich... aus falsch gemanagt, die hat er falsch gemanagt. Die hat er halt ein bisschen, falsch, ich würde mal sagen, zu falsch, spät gemanagt. Aber unglücklich gemanagt. Ja. Da wir uns so jetzt gerade ziemlich verquatscht haben. Ja. Wir waren bei Börse. Waren auch bei der Börse. Wollten eigentlich nochmal, da in den USA heute ein Feiertag ist, erwartet ihr auch nicht mehr jetzt für den Nachmittag so viel Power am Markt. Aber morgen kommen wichtige Wirtschaftsdaten, Andreas. Ja, diese Diskussion gehört schon ein bisschen dazu, weil wir soweit ich das gesehen habe, dann ein etwas größeres Loch von Wirtschaftsdaten haben. Wir haben also jetzt die Arbeitsmarktdaten, die werden dann also reinwirken bis zur nächsten Woche. Die sind natürlich sehr entscheidend für vieles, was wir jetzt in den kommenden 4-5 Tagen an der Börse sehen werden. Ich gehe davon aus, so wie mir diese Kurven hier indizieren, dass es weiter nach oben gehen wird oder die Tendenzen, die wir jetzt seit gestern haben, weiter nach oben gehen werden. Zyklisch gesehen ist das auch genau richtig, weil die ersten 2-3 Tage normal relativ noch schwach sind bei den Börsen im Juli und tatsächlich über einen längeren Zeitraum, dieser Zeitraum zwischen 3. und 12., 13., 14. Juli, sehr, sehr stark ist an den Börsen, also einer der stärksten überhaupt. Und deshalb glaube ich auch, dass wir weiter steigende Kurse sehen werden und die Arbeitsmarktdaten dazu beitragen werden, nicht nur über weitere Zinssenkungen der US-Notenbank zu diskutieren. ING hat das gerade eine Studie veröffentlicht, dass möglicherweise sogar 3 Zinssenkungen dann geben wird, aufgrund der Schwäche, die wir in den USA jetzt deutlich sehen in der Wirtschaft, sondern dass wir möglicherweise auch über das Thema Rezession nochmal sprechen müssen. Das ist ja, was Trump total entgegenkommen würde, wenn das so wäre. Dann hätten die Demokraten natürlich ein bisschen ein Erklärungsproblem. Wenn sie es richtig erklären würden, dann hätten sie es nicht. Aber Trump ist natürlich ganz gut erstmal das Ganze so ein bisschen in die richtige Richtung für sich zu treiben. Also man muss es natürlich schon richtig erklären. Aber ich glaube schon, dass wir erstmal nochmal eine stärkere Börsenphase jetzt sehen werden. Und dann darfst du nicht vergessen, dadurch, dass wir eben bis Ende der nächsten Woche, dann kommen, beginnt ja die Bilanzsaison mit den Banken am Freitag in einer Woche, dass wir dazwischen eben genau die Diskussion, die wir geführt haben. Die Märkte werden ja da auch mit Sicherheit, also meines Erachtens nach, werden die stabil gehalten werden oder robust. Ja. Ich glaube nicht, dass in der Berichtssaison viel Kursrutsche Aber entsteht. Das, was wir gerade diskutiert haben, das diskutiert der Amerika gerade heute. Sie haben nämlich viel Zeit und diskutieren darüber, was ist mit Trump, mit Biden. Er hat ja jetzt noch so ein paar Interviews und so weiter, so ein paar öffentliche Auftritte gemacht. Aber weißt du, wenn ich unterbreche, weißt du, die Frage, warum hat man das überhaupt so weit kommen lassen? Warum hat man nicht vorher reagiert? Man wusste doch eigentlich, worauf weil man sich das, mit Joe Biden. Weil es keine Kandidaten gibt, die so viel Geld einsammeln können wie ein amtierender Präsident also und ein Ex-Präsident. Gut, diese 200 Millionen US-Dollar, glaube ich, sind das. Ne? Das ist sehr viel Holz. Ja. Das würde dann ihre, beziehungsweise der Vizepräsidenten, ja, sie könnte das ja praktisch dann fortführen, aber ob sie dafür... Du kannst es genauso sagen, wieso hat der FC Bayern das zugelassen, dass Bayer Leverkusen Meister geworden ist? Die haben Fußball, doch genug Geld. Ich hab keine Ahnung von Fußball. Okay, also das war eine super tolle Überleitung, auch gerade damit ich mich auf mein Auto konzentrieren kann. Aber sowas müssen wir dann wirklich mal machen, wenn es Richtung Präsidentschaftswahl geht. Dann setzen wir uns in einer ruhigen Abendrunde, in einem Livestream hier hin und diskutieren dann ein paar bestimmte Themen. Und liebe Zuschauer, wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr sowas haben wollt. Ja. Genau, die Frage mal an dich, Boris. Ja. Wie schätzt du denn die ganze politische Lage? Ich meine, deine Meinung kommt auch immer ein bisschen zu knapp hier. Das habe ich dazu schon alles gesagt, aber ich stelle, wie gesagt, nur die Frage. Das ist euer Thema, nicht meins. Also leicht machen. So, das ist ja, leicht, ganz ja. einfach. Ich einfach nur Fragen. Ja. Das ist auch richtig so. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, auch dass ihr so lange durchgehalten habt und würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Und auf jeden Fall, wenn ihr weitere Informationen über Märkte und Trends haben wollt, schaut auf unserer Webseite heavytraders.live vorbei oder auch hier in dieser Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Informationen, wie ihr Märkte und Trends Kunde werden könntet.
wie ihr eine Information über alle Trades und alle Handelsideen von Andreas und Sami hier aus dem Märkte- und Trends-Team weiterhin auch laufend in Echtzeit erhaltet. Einfach auf unserer Webseite vorbeischauen. Und natürlich in den Kommentaren könnt ihr auch sagen, wenn ihr irgendwann abends einen schönen, ruhigen US-amerikanischen Polit-Talk bei uns haben wollt in einem Livestream, auch ab damit in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.